Ich bin der Erste. Ha, das ist gut. Dann kann ich mir das Schwarzpulver mal ausprobieren. Weil, oh. Ja. Weil letztes Mal ist man ja Kanone zu früh ab und das soll mir nie passieren. Ja, ja, mal schauen da. Wow, und dann töten wir die Mann. Und dann packen wir die Weiber. Ja, genau. Weißt du schon etwas? Hey, hey. Hey, weißt, ich habe gedacht, ich komme ein bisschen früher heute. Zum Schwarzpulver testen, dass ja nichts schief geht. Und ich hab gedacht, ich komme heute ein bisschen früher noch zum Üben. Aber stechen, weißt du? Seit dem letzten Mal ist es eben schon huere lang her. Ja, du sagst es ja. Sappermöschli, da sind ihr schon alle da? Ja, sind ihr auch so schamperhübelig? Ja, ich bin schon huere nervös. Ich mir gerade kugeln hören. Ja, ja, was meinen da? Sollen wir gerade in den See stechen? Hey. Ja, aber stopp, stopp, stopp! Was ist denn da für ein komischer Surli da? Der läuft die ganze Zeit da um das Schiff rum und ist immer ein bisschen im Weg. Da hat die fast vergessen. Das ist unser Siebe. Hä? Siebe? Sicherheitsbeauftragter. Ist es schon ein bisschen länger her, als wir das letzte Mal ausgefahren sind? Und wir haben eine schampach gefährliche Art, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und letztens habe ich so eine Suva-Broschüre geblättert und gesehen, dass Sicherheit am Arbeitsplatz scheinbar wichtig wäre. Und dass jeder Betrieb einen Siebe haben sollte, der für die Sicherheit schaut. Aha. Voilà, da haben wir einen. Ja, so? Ja, da ist der Simi sicherlich. Ja, der ist aber lieb. Hallo Simi! Ja. Und der schaut jetzt zu uns. Ja, gut. Ja, sagen, dann machen wir jetzt Fürschi. So schnappen uns die Somalis wieder alles vor der Nase weg. Ja, Leine los! Ja, Leine los! Wisst ihr noch, was wir zu tun haben? Ja! Stopfen! Teilen! Versenken! Ja, und dann komm ich und dann töten wir die Männer! Und dann packen wir die Männer! Ja! Und dann holen wir schon mal ein hier! Entern! Und plündern! Excuse me! Ja, der Säbel. Ja? Das geht nicht. Der hat gar keinen konformen Handschutz. Hä? Ja, mit so rotierenden Klingen. Ja, da ist nichts gespassen. Da müssen wir nachrüsten. Aufpimpen! Hä? So ist besser. Hä? Ja, jetzt schau nicht so, die Siebe meint's noch gut. Ja, ja. Ja, und die Kanone da? Hä? Die hat gar kein Sicherheitshebeli. Ein Sicherheitshebeli? Ja. Das braucht sie das überhaupt, um da Schiff versenken? Ja, sicher schon. Nicht auszudenken, was bei einer so einer Fehlzündung alles könnte schief gehen. Ist aber noch nie vorgekommen. Ja, ja, ja. Also, mit dieser Kugel könnt ihr also... Nein, das geht nicht. Ne? Keine da andere. Mit denen dürfen sie. Das kann aber nicht jetzt ihren Ernst sein, oder? Captain, mit denen soll ich Schiff versenken. Der Siebe ist ein gescheiter Mann, der kommt schon raus. Der schaut für uns. Und wie genau? Wollt ihr denn da aufs andere Schiff übertreten? Na, so wie immer. Enten hocken, alle ziehen über den Guppen. Ja, sind ihr verrückt? Das geht doch nicht. Ja, wieso nicht? Wir machen das immer so. Nein, sicher nicht. Ja, wenn jetzt so einer zwischen diesen Schiffen runterplumpst, der wird verquetscht oder versauft. Ja, nein, wir sind doch keine Anfänger. Anfänger. Sicherheit geht vor. Aber jetzt muss jeder so ein Gestellchen anlegen, das aus anderen Schiffen übergumpen will. Der Siebe meint's nur gut. Und ich meine, wir sollten die guten Vorsätze wieder über Bord werfen. Ja, genau. Und übrigens sind wir bei der Suva gerne versichert. Und könnt ihr den Blick und 100.000 Kanonenkugeln treffen? Aber nicht ohne Suva-konforme Schwimmhilfe. Weg ist. So, ja.
Jetzt aber los! Ja! Jawohl! Und dann töten wir die Weiber! Und dann packen wir die Männer! Nein! Macht's nochmal! Und dann töten wir die Männer! Und dann packen wir die Weiber! Ja! Kanone bereit! Kanone bereit! Oh! Jetzt ist mir gerade die Kugeln runtergefallen. Wie früher noch? Wirklich, wie früher noch? Was? Meine Kugel, der Nemo? Nein, das kann nicht sein. Weißt du, Ariel, das ist mir noch nie passiert. Nein, noch nie. Ja, der glaubt er jetzt niemals. Und der muss sich schreien vom neben seinem Vater im Meer wieder anhören. Du oder ich? Hä? Schau da, wir haben neue Schatzkisten. Die ist für uns? Ja. Ja, und wieso kommen wir die einfach so über? Ich denke, das gibt es ja eigentlich. Einfach so. Ist für mich einfacher und sicherer für euch und die Welt mehr. Ja, und was ist denn da rein? Schau doch mal nach. Obacht. Ich mache noch. Wow! Was ist denn das? Sieht man das nicht? Das ist, denke ich, der Blumenstrauß für die Übermusik an der Heiz für die Messe, die ich noch nicht bekommen habe. Wow! Für mich! Auch fürs Musiklager! Wow! So schön! Schmeckt ein bisschen streng, aber ist wunderschön! Danke vielmals! Ja, ich würde sagen, die Messe hat schon. Mein Riesli, du kannst schon noch ein paar Männer töten. Und ich gang schon mit der Ware. Aber stechen! Also eins nimmt mich schon wunder. Jetzt hängen die schon lange da. Ich weiss nicht für wen. Zieh mich gleich mal. Oh, my God.